Für mich ist es tatsächlich die Oper aller Opern, weil sie das größte und aufregendste Menschentheater ist. Die Musik tobt und wirbelt und die Figuren sind in ihr, im Auge des Taifuns. Sie sind auf dem Höhepunkt ihrer, ja, ihrer möglichen Emotionalität. Die Handlung ist schnell erzählt. Don Giovanni ist unterwegs zu einem Date mit Donna Anna und unfreiwilligerweise erschießt er ihren Vater, der dazwischen kommt und befindet sich ab diesem Moment auf der Flucht. Auf dieser Flucht läuft er in die Arme von Donna Elvira, einer großen verflossenen Liebe, die ihm nachstellt. Während er vor ihr wiederum flüchtet, stößt er auf Zerlina, die gerade Hochzeit feiert mit ihrem Masetto. Und im Zuge seiner neuen Verliebtheit für Zerlina ergibt sich jede Menge Chaos, ergeben sich jede Menge Verwicklungen. Der Mörder Don Giovanni wird gesucht und gleichzeitig sind ab dem Moment der Begegnung mit Don Giovanni alle Figuren im Ausnahmezustand. Ich bin immer fasziniert, wie Mozart Figuren zeichnen konnte 1787, die so zeitig und so aktuell und zeitgenössisch und uns so nah sind. Wie sie lieben und wie sie begehren. Und ich glaube, dass sie vor allem enorm reflektieren über die Art, wie sie begehren, dass sie sich permanent in Frage stellen, dass nichts mehr einfach nur so ist, wie es ist. Das heißt, durch die Wahl, wie wir lieben können und auch letztlich, wie wir leben können und wollen, offenbart sich auch eine Riesenmöglichkeit an Chaos der Gefühle. Das Begehren treibt uns herum, weil wir nicht mehr eindeutig sind. Das ist sehr schön, das ist eine große Freiheit, die sich darin zeigt und die wir ja auch errungen haben im Laufe der Jahrhunderte. Und trotzdem ist genau diese Freiheit halt unser aller Problem, weil wir haben die Qual der Wahl, beziehungsweise wir müssen überlegen, wie wir in bestehenden Strukturen, Verhältnissen glücklich werden, wie wir zu uns selber finden und wie wir dazu stehen können, was wir eigentlich wollen. Die Frauen sind natürlich genauso wie Giovanni angezählt und auch sie sind im Ausnahmezustand und ihre Nerven liegen blank. Was ich stark finde bei Mozart, und das muss ich aber gar nicht dazu erfinden, ist, dass sie eine unglaubliche Stärke der Gefühle und der Selbstbestimmung schon allein in ihrer Musik haben und besitzen.
die Groteske auch der ganzen Geschichte, ist ja ein Drama Giocoso, liegt eben darin, dass sie sich erlauben, mit ihren Gefühlen frei um sich zu werfen. Und dass sie sich erlauben, schrill, unangepasst und laut zu sein. Und das macht diese Frauen, finde ich, auch so nachvollziehbar, so liebenswert und so, so spannend. Also ich kenne kein Stück, selbst Mozarts Figaro nicht, wo die Frequenz der Gefühle und die Frequenz des Umhergetriebenseins mit sich selbst so hoch ist wie in Don Giovanni. Und das ist ungeheuer faszinierend, das ist ungeheuer zeitgemäß und das treibt einen bis weit über den Abend, glaube ich, auch herum.